historisch reiche Länder. Tschechen und Deutsche haben hier über 600 Jahre zusammengelebt. Erst eine skrupellose nationalistische Politik brachte die Trennung der beiden Völker in diesen Regionen. Eckhard Kuhn und der tschechische Autor Ludek Pachmann haben Böhmen und Mähren gemeinsam bereist. Sie zeigen Geschichte und Gegenwart dieser Länder und wagen einen Blick auch auf die Zukunft von Tschechien. Sehen Sie nun Teil 1 unserer Dokumentation über Tschechen und Deutsche, Böhmen und Mähren im Herzen Europas. Teil 2 zeigen wir Ihnen am nächsten Sonntag. In Böhmen und Mähren, im Herzen Europas, haben Tschechen und Deutsche jahrhundertelang zusammengelebt. Der Zweite Weltkrieg brachte die Trennung. Die Tschechen litten unter der Nazi-Herrschaft. Die Deutschen wurden nach dem Krieg vertrieben. Die Last der Geschichte wiegt schwer, aber die Zukunft braucht die Versöhnung der beiden Völker, die nur auf dem Boden der Wahrheit gedeihen kann. Nur die volle Wahrheit hilft den beiden Völkern auf dem Weg ins vereinte Europa, den wir Tschechen in Partnerschaft mit den Deutschen gehen wollen. Gemeinsam wollen wir Böhmen und Mähren bereisen und zeigen, wie Tschechen und Deutsche früher hier lebten, zeigen ohne Tabus das, was war und das, was ist. Tschechien mit seiner Hauptstadt Prag liegt in der Mitte Europas. Den größten Teil des Landes bildet Böhmen im Westen. Im Osten liegt Mähren mit seiner Hauptstadt Brünn. Den dritten Teil bildet Schlesien, wobei hier das alte österreichische Schlesien mit seiner Hauptstadt Troppau gemeint ist. Auch geografisch ist das Land dreigeteilt. Eger und Moldau fließen in die Elbe und somit in die Nordsee. Die March strömt in die Donau und mit ihr ins Schwarze Meer. Die Oder fließt durch Schlesien in die Ostsee. Mehr als 3 Millionen Deutsche, die unter dem Begriff Sudetendeutsche zusammengefasst wurden, siedelten bis 1945 vor allem in den gebirgigen Randgebieten des Landes, aber auch in einigen Inseln inmitten der Tschechen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Nazi-Herrschaft wurden die Deutschen aus ihrer Heimat vertrieben. Der böhmische Löwe, der mährische Adler und der schlesische Adler bilden zusammen das Staatswappen von Tschechien. 1992 war die Tschechoslowakei, die nach dem Ersten Weltkrieg 1918 gegründet wurde, wieder zerbrochen. Die Slowakei trennte sich von Prag. Auf dem Hradschin der ehrwürdigen Prager Burg residiert der Staatspräsident des heute wieder demokratisch regierten Landes. 10 Millionen Einwohner hat die Tschechische Republik. Ihre Hauptstadt Prag an der Moldau zählt 1,3 Millionen.
In den wenigen Jahren nach dem Fall des Kommunismus Ende 1989 wurde schon viel erreicht. Karlsbad, der weltberühmte Kurort, erstrahlt in neuem Glanz. Gäste heute wieder aus aller Welt, auch aus Ländern, die noch vor kurzer Zeit offiziell verfeindet waren. Russen und Israelis, Deutsche und Tschechen, einig in der Hoffnung auf den Kurerfolg. Wo früher so illustre Gäste wie einst Goethe flanierten, zaubern Palmen das Flair des Südens. Frisch restaurierte Fassaden bestimmen das Gesicht des internationalen Badeorts. Tschechien, aber auch ein Land der Kontraste. Ein verfallenes Gehöft im Isergebirge. Nach der Vertreibung der Deutschen verschwanden mehr als 500 Sudetendörfer ganz von der Landkarte. Die Menschen konnte man vertreiben. Ihre Häuser blieben da. Viele von ihnen waren ohne Pflege dem Verfall preisgegeben. In den letzten Jahren hat sich aber auch das Aussehen der früher von Deutschen bewohnten Orte gebessert. Auf den Friedhöfen von Dörfern und Städten bietet sich meist das gleiche Bild. Die Grabmäler der Deutschen sind beseitigt oder zerstört. Deutsche Inschriften wurden entfernt, alte Steinsockel tragen nun tschechische Namen. Die deutsche Vergangenheit sollte auf Geheiß der nach 1945 Regierenden ausgelöscht werden. Die Sudetendeutschen hier aufnahmen von einer Elbefahrt in den 30er Jahren, waren Böhmen, Mährer und Schlesier wie die Tschechen. Viele von ihnen waren zweisprachig. Wie umgekehrt viele Tschechen auch. Zwei Völker, die in diesen reichen und schönen Regionen jahrhundertelang ein gemeinsames Schicksal hatten. Ein Blick zurück in die Geschichte von Böhmen und Mähren. Keltische Boier besiedelten das Land 400 Jahre bis um Christi Geburt. Nach ihnen erhielt Böhmen seinen Namen. Dann kamen und gingen die germanischen Markomannen. Im 6. Jahrhundert nach Christus begann die Landnahme durch slawische Stämme. Nach der Sage soll der böhmische Urvater Tschech auf diesem Berg mit dem Namen Rzib seinem Volk befohlen haben, sich in der Umgebung niederzulassen. Olmütz in Mähren. Mit der größten Mariensäule des Kontinents. Im 9. Jahrhundert war das Großmährische Reich die führende Macht bei den Westslawen. Kyrill und Method, zwei christliche Missionare, kamen hierher aus dem Oströmischen Reich. Die sogenannten Slawenapostel schufen im 9. Jahrhundert das slawische Alphabet, begründeten die slawische Schriftsprache. Unter dem geistlichen Oberhaupt Method begann die erste Blütezeit slawischer Literatur und Kunst. Mit der Abkehr der Böhmen begann das Großmährische Reich am Ausgang des 9. Jahrhunderts auseinanderzubrechen. Sein Untergang bedeutete die endgültige Ausrichtung von Böhmen und Mähren nach dem Westen. Alle Baustile, die sich später dort entwickeln, werden auch in Böhmen und Mähren übernommen. Wie diese barocke Wallfahrtskirche bei Olmütz bezeigt. Das Denkmal des heiligen Wenzel auf dem Prager Wenzelsplatz. Dieser Platz ist das Zentrum der pulsierenden Metropole.
Alle wichtigen politischen Demonstrationen dieses Jahrhunderts fanden in Prag zu Füßen des böhmischen Heiligen statt. Der Przemyslidenherzog Wenzel I., der 921 den böhmischen Thron bestieg, ist der Schutzpatron der Tschechen, der auch von den Deutschen verehrt wird. Er war der eigentliche Begründer des böhmischen Staates. Eine Prager Prozession im Jahre 1939 zu Ehren des heiligen Wenzel mit dem Schrein, der die Gebeine des Heiligen birgt. Im gotischen St. Veits Dom aus dem 14. Jahrhundert ist die Wenzelskapelle auch kulturhistorisch ein Glanzstück. Über dem Sarkophag die Steinstatue des Herzogs, der 929 von seinem Bruder ermordet wurde. Noch im gleichen Jahrhundert wurde Wenzel als Heiliger verehrt. Der Adler auf dem Schild ist Symbol seiner von ihm gewählten Bindung nach Westen. Die Bedeutung des heiligen Wenzel als Schutzpatron von Böhmen und Mähren überdauerte die Jahrhunderte. Das erzbischöfliche Palais in Prag. Die katholische Kirche hat auch hier, wie anderswo, die kommunistische Unterdrückung überlebt. Das Urteil des Kardinals heute über den Heiligen. Der heilige Wenzel verbreitete den Glauben nicht gewaltsam, sondern durch das Zeugnis seines Lebens. Unsere Kirche und unser Staat ist durchdrungen von seinem Märtyrerblut. Er handelte gemäß der Diplomatie, der Liebe und nicht der Gewalt. Und das ist, wie ich meine, im Grunde das entscheidende Verdienst des heiligen Wenzel, sowohl für die Verbreitung des Glaubens, als auch für den Beginn unserer Staatlichkeit. Er öffnete unserem Staat und unserem Volk die Tür nach Europa. Die Burg Klingenberg an der Moldau, früher als die Königin der böhmischen Burgen bezeichnet. Im Jahre 1234 wurde ihr Bau begonnen. Der Burghof mit den doppelten Arkaden, einer der ersten dieser Art in Mitteleuropa, entstand zu Zeiten von König Ottokar II. Er ruft wie schon sein Vater im 13. Jahrhundert deutsche Siedler ins Land, um die Grenzen des Königreiches zu sichern. Und in dem Wissen, wie Ottokar II. Sagt, dass durch die große Zahl von Untertanen Ehre und Macht der königlichen Hoheit gesteigert wird. Die Kapelle der königlichen Burg. Die Deutschen, die dem Ruf der Przemyslidenherrscher nach Böhmen und Mähren folgen, lassen sich vor allem in den gebirgigen Grenzgebieten nieder, wie zum Beispiel im Böhmerwald, in dem die Moldau entspringt. Der Fluss, den Friedrich Smetana in dem Zyklus Mein Vaterland seine Melodie widmete. Die Burg Worlig an der Moldau. Böhmerwald ist die Heimat von Adalbert Stifter, dem großen Erzähler des 19. Jahrhunderts, der in seinen Werken die schöne Landschaft und ihre Geschichte beschreibt. Das Geburtshaus des Dichters in Oberplan,
Hier wurde er 1805 geboren. Heute erinnert darin ein kleines Museum an sein Leben und Schaffen. In seinem Roman Wittico beschreibt Stifter die Einwanderung der Deutschen und ihr Zusammenleben mit den Tschechen. Der Roman endet mit der Gründung von Krumau im Jahre 1240. Heute wird die mittelalterliche Stadt an einer Krümmung der Moldau mit UNESCO-Geldern restauriert. Auch die Schilder, die an die deutsche Vergangenheit des Ortes erinnern, wie bei dieser alten Apotheke. Im 13. Jahrhundert werden in Böhmen und Mähren viele Städte von Deutschen gegründet. Nach Wiener, Nürnberger oder Magdeburger Recht. Zur Zeit von König Ottokar II. Sind es allein 64 Neugründungen. Das Schloss von Krumau ist nach dem Hradschin in Prag heute der zweitgrößte Burgkomplex in Tschechien. Von seiner Gründung bis 1945 war Krumau nacheinander die Hauptresidenz von drei deutschen Adelsgeschlechtern. Krumau an der Moldau, eine historische und landschaftliche Perle Südböhmens. Auch die Stadt Budweis ist eine deutsche Gründung mit einem dafür typischen, großen, rechteckigen Marktplatz. 1265 verlieh König Ottokar II. Dem Ort die Stadtrechte. Hier von Budweis nach Linz fuhr 1827 die erste Eisenbahn auf dem europäischen Kontinent, damals von Pferden gezogen. Heute ist die Metropole Südböhmens mit ihren rund 100.000 Einwohnern vor allem durch ihr Bier bekannt und berühmt. Die Burg Bösig in Nordböhmen, die ebenfalls König Ottokar II. Errichten ließ und jahrhundertelang uneinnehmbar war. Mit dem Tod Ottokar II., der 1278 die Schlacht auf dem Marchfeld gegen den Habsburger König Rudolf verlor, neigt sich die mehr als 300-jährige Herrschaft der Przemysliden dem Ende zu. »1306 stirbt die männliche Linie der Przemysliden aus.« Das Denkmal von Kaiser Karl IV. In Prag. Mit diesem Herrscher beginnt eine neue Ära. Als Sohn der Przemysliden-Prinzessin Elisabeth und von König Johann von Luxemburg wurde er 1316 in Prag geboren. Als König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches baut er Prag zur prächtigen Hauptstadt seiner Herrschaft aus. Die Karlsbrücke, ein geniales Werk seines Baumeisters Peter Parler aus Schwäbisch Gmünd. Mit 10 Meter Breite überspannt sie auf 500 Meter Länge mit 16 Bögen die Moldau. Heute eine der großen Touristenattraktionen dieser schönen Stadt. Über die Brücke führt der alte Königsweg auf der sogenannten Kleinseite mit ihren Gassen hoch zur Burg, die Karl IV. Glanzvoll ausbauen und erweitern ließ. Der St. Veitsdom, den der Kaiser in Auftrag gab, überragt mit dem damals vergoldeten Mittelturm die Burg. Ein Symbol der weltlichen und geistlichen Macht dieser Stadt, der neben Konstantinopel und Rom als Kaiserresidenz nun ein herausragender Rang in Europa zukommt. 1344 wird Prag zum Erzbistum erhoben und damit vom Erzbistum Mainz unabhängig. Der Wladyslaw-Saal im gotischen Burgpalast, den Karl IV. Erbauen ließ, war damals einer der größten weltlichen Räume in Mitteleuropa.
Der Altstädter Ring in Prag, das Herz der Hauptstadt. 1356 besiegelt Kaiser Karl IV. Die sogenannte Goldene Bulle. Sie ist das Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches, das bis zu seinem Untergang 1806 gültig bleibt. Die Goldene Bulle bestätigt die 7 Kurfürsten als Wähler des deutschen Königs, der allein zum römischen Kaiser gekrönt werden kann. Dem böhmischen König aber verschafft sie den ersten Rang unter den weltlichen Kurfürsten. 1348 gründet Kaiser Karl IV., der selbst 5 Sprachen erlernte, in Prag die erste Universität in Mitteleuropa. Kunst und Kultur sind diesem Herrscher wichtiger als Kriege und Eroberungen. Die Zugehörigkeit von Lehrern und Schülern erfolgt nach europäischen Regionen. Es gibt hier in Prag 4 sogenannte Universitätsnationen. Die tschechische, zu der auch die Ungarn gehören, die bayerische zusammen mit der Schweiz und den Niederlanden, als dritte die Sachsen und als vierte die Polen. Diese 4 akademischen Nationen teilen sich auch die Verwaltung und Leitung der Universität. Die Universität wurde gegründet, um die geistige Bedeutung des böhmischen Königreiches hervorzuheben, das ansonsten die politische und wirtschaftliche Stütze der Luxemburger Dynastie und Karls IV. War. Die Universität war allen Bewohnern des böhmischen Königreiches frei zugänglich. Sie war weder deutsch noch tschechisch. Sie stand auch allen Besuchern aus dem Heiligen Römischen Reich offen, wie sie überhaupt für die gesamte Christenheit geöffnet war. Ihre Bedeutung war universal und allgemein. Die Burg Karlstein, 35 Kilometer südwestlich von Prag. Sie lässt Karl IV. Für die sichere Aufbewahrung der Krönungskleinodien des Heiligen Römischen Reiches und der böhmischen Krone bauen und von den besten Künstlern der Zeit ausstatten. Eine Abbildung des Kaisers mit seiner dritten Frau, Anna von Schweidnitz. Die Kreuzkapelle der Burg, ein Traum von Gold und Edelsteinen. Hier lag im Tresor der größte Schatz des Abendlandes, die goldene Krone Kaiser Otto des Großen, der goldene Reichsapfel, das Reichszepter, umgeben von Gemälden des Meisters Theoderich aus Prag. 1378 stirbt Karl IV., der bedeutendste Kaiser des Spätmittelalters. Sein Sohn Wenzel IV. Besitzt nicht mehr die universale und ausgleichende Kraft seines Vaters. Er schlägt sich einseitig auf die Seite der Tschechen. Dennoch von ihm gefördert, entsteht die sogenannte Wenzelsbibel in deutscher Sprache. Ein 6-bändiges gemaltes Kunstwerk ersten Ranges. Die deutsche Sprache der böhmischen Kanzlei in Prag, in der die Bibel geschrieben wurde, ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zum Neuhochdeutschen. Das Denkmal von Johann Hus auf dem Altstädter Ring in Prag, das hier 1915 zum 500. Todestag des tschechischen Reformators und Nationalheroen eingeweiht wurde. Die Bethlehemskapelle, in der Johann Hus ab 1402 predigt und seine Reformthesen vorträgt. Die Kirche St. Martin in der Mauer, in der Hus ebenfalls predigte und in der 1414 zum ersten Mal das Abendmahl in beiderlei Gestalt gereicht wird. Neben der Hostie erhalten die gläubigen Laien nun auch den Kelch mit dem Wein, der bisher der Geistlichkeit vorbehalten war. Ein Kernpunkt der Reformation von Johann Hus. Der Tscheche Hus verbindet seine kirchlichen Reformpläne mit tschechischem Unabhängigkeitsstreben.
Er predigt bewusst in tschechischer Sprache und bekämpft den Einfluss der Deutschen. . 1412 wird Hus von der Kirche exkommuniziert. 1414 muss er sich vor dem Konzil in Konstanz verantworten. Ein Jahr später wird er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Prozess auf dem Konzil, auf dem Jan Hus zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden war, war eine überaus öffentliche Angelegenheit, die in das Bewusstsein der benachbarten Völker drang, so auch nach Deutschland. Eine sehr wichtige Rolle spielte der hussitische Gedanke dann ein Jahrhundert später beim Auftreten des deutschen Reformators Martin Luther. Heute bemühen wir uns, diese große Persönlichkeit unserer Geschichte unvoreingenommen und gerecht zu betrachten und zu beurteilen. Er erkannte deutlich im Schatten der Zeit das Licht. Und eine zeitgemäße Bewertung muss den zeitlichen Kontext berücksichtigen. In der Gegenwart folgt aus dem Dokument der Enzyklika des letzten Papstes, dass wir fähig sind, unsere Fehler zuzugeben. Das alles ist eine wichtige methodische Voraussetzung für eine gerechte Bewertung. Ich würde sagen, dass man Hus in eine Reihe mit den großen Reformatoren seiner Zeit stellen kann, ohne dass ich dadurch ausschließen will, dass ihm dogmatische Fehler unterliefen. Das Neustädter Rathaus in Prag. Hier ereignete sich der sogenannte erste Prager Fenstersturz. Als König Wenzel IV. Den Katholiken fast alle Kirchen zurückgibt, geraten die Hus-Anhänger in Zorn. Im Juli 1419 werden 13 katholische Stadträte, die der König eingesetzt hatte, von wütenden Hus-Anhängern auf die Straße geworfen und massakriert. Ein Anlass für den katholischen Kaiser Sigismund nun zum Kreuzzug gegen die ketzerischen Hussiten. Ein Stadttor in Tabor, die Hussitenstadt, von ihnen gegründet und zur Festung ausgebaut. Jeder Neuankömmling muss sein gesamtes Vermögen der Stadt opfern. Von Tabor aus führt Jan Žižka das Hussitenheer zum Kampf. . 1420 besiegt der hussitische Feldherr die Truppen des Kaisers bei Prag. Žižka und seine Mitstreiter kämpfen gegen Katholizismus und Deutschtum. Seit 1421 wird eine deutsche Stadt nach der anderen in Böhmen erobert. Deren Bürger kommen ums Leben oder werden vertrieben. Ihr Besitz wird konfisziert. Der erste große Aufstand von Tschechen gegen Deutsche. Was als religiöse Reform bei Hus begann, mündet damals in einen unseligen Kampf der zwei Glaubensrichtungen und der beiden Völker. Joachimsthal im böhmischen Erzgebirge. Eine Bergstadt, 1515 von Deutschen gegründet, die nach den Wirren der Hussitenkriege erneut ins Land kommen. Die hier zuerst geprägten Silbermünzen werden nach der Stadt Taler genannt. Sie geben auch der heutigen Weltleitwährung, dem Dollar, den Namen. Der Reichtum der böhmischen Silbergruben ist sprichwörtlich. Später kommen die Glashütten hinzu, die den Weltruhm des böhmischen Kristalls begründen. Die sogenannte Alt-Neu-Synagoge in Prag aus dem 13. Jahrhundert mit dem benachbarten Rathaus im ehemaligen Ghetto. Sie ist eine der ältesten Synagogen in Europa. In der Nähe der Alt-Neu-Synagoge der alte Friedhof. Vom 15. Jahrhundert bis 1787 fanden hier alle Prager Juden ihre letzte Ruhestätte. 11.000 Grabsteine mit ihren hebräischen Inschriften erinnern noch heute an die Toten, die aus Platzmangel übereinander beerdigt wurden.
Kaiser Rudolf II., der einzige Habsburger Herrscher, der anstelle von Wien Prag zu seiner Hauptstadt wählte, erkannte die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Juden für das Land. Seine Regierung von 1576 bis 1612 war eine Blütezeit des Prager Judentums. Der hochgebildete Rabbi Löw wurde zum Ratgeber des Kaisers. Sein Grab ist ein Hauptanziehungspunkt auf dem Friedhof. Mit dem Rabbi, der 1609 gestorben ist, verbindet sich die Sage vom Golem, einer menschenähnlichen Figur, die Rabbi Löw aus Lehm geschaffen hat. Wünsche, die hier am Grab geäußert oder niedergeschrieben auf den Stein gelegt werden, soll der Rabbi noch immer erfüllen. Bis zu seiner Vernichtung im Hitlerreich bildete das Judentum in Prag neben Tschechen und Deutschen das dritte wichtige Element. Ein Fenster in der böhmischen Kanzlei auf dem Hradschin. Von hier erfolgt der zweite Prager Fenstersturz, der Geschichte macht. Am 23. Mai 1618 werden zwei Statthalter des Kaisers und ihr Sekretär hinabgestürzt. Die Hinabgestoßenen überleben den tiefen Fall. Aber dennoch wird die Tat der Auslöser für den Böhmischen Krieg, der sich schließlich zum 30-jährigen Krieg ausweitet. Ursache sind die Spannungen zwischen den böhmischen protestantischen Ständen und dem katholischen Herrscherhaus in Wien. Im November 1620 kommt es in der Nähe von Prag zur entscheidenden Auseinandersetzung. In der Schlacht auf dem Weißen Berg stoßen die Heere des Kaisers und der böhmischen Stände unter ihrem König Friedrich von der Pfalz, den sie ein Jahr zuvor gewählt hatten, zusammen. Die Protestanten verlieren die Schlacht schon nach kurzem Kampf. Kaiser Ferdinand II. Nimmt an ihnen, die er als Rebellen betrachtet, grausame Rache.27 Kreuze im Pflaster des Altstädter Rings in Prag erinnern an die Hinrichtung von 27 tschechischen und deutschen Anführern. Auf einer Bronzetafel am Rathaus stehen die Namen und die Herkunft der Hingerichteten. Für die Böhmen, die damals mehrheitlich Protestanten sind, wird die Schlacht am Weißen Berg und dieser Racheakt zum Trauma. Das Datum 21.06.1621 steht für das Ende der Unabhängigkeit Böhmens, an deren Folgen Tschechen und Deutsche gleichermaßen zu leiden haben. Die Burg Friedland in Nordböhmen. Das große Schloss, das einem schlesischen protestantischen Adligen gehört, übereignet nach der Schlacht am Weißen Berg Kaiser Ferdinand II. Seinem Feldherrn Albrecht von Wallenstein. Überall im Lande werden die Protestanten verfolgt. Zehntausende von ihnen, die sogenannten böhmischen Brüder, müssen ihre Heimat verlassen. Diese Vertreibung aus politischen und aus Glaubensgründen betrifft damals Tschechen und Deutsche. Gegenreformation mit allen Mitteln. Der widerstrebenden protestantischen Bevölkerung Böhmens soll mit dem Marienkult der siegreiche alte katholische Glauben demonstriert werden. Barocke Loreto-Heiligtümer, wie hier in Prag, die der Marienverehrung dienen, werden im 17. Jahrhundert im ganzen Land gebaut. Die Paulskirche in Frankfurt am Main. Hier tagt im Mai 1848 nach der Revolution in Wien, Berlin und anderen Städten die erste deutsche Nationalversammlung. Sie soll den Deutschen Bund reformieren, der 1815 nach den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Unterdrückung gegründet wurde. Böhmen und Mähren gehören mit zum Deutschen Bund. Doch in die Paulskirche kommen nur die deutschen Abgeordneten und die tschechischen aus Mähren,
die Tschechen aus den böhmischen Wahlkreisen fehlen. Der Historiker Palacki lehnt seine Teilnahme mit der Begründung ab, dass er kein Deutscher sei. Mit seiner Geschichte Böhmens, die seit 1836 erscheint, hat er vor allem das tschechische Nationalbewusstsein erweckt. Auf dem Slawenkongress im Prager Sophiensaal fordert Palacki im Juli 1848 die Umwandlung des österreichischen Kaiserreichs in einen Bund von gleichberechtigten Völkern. Eine Forderung, die er auf der Tagung des österreichischen Reichstags im Schloss von Kremsier in Mähren wiederholt. Im Entwurf zu einer neuen Verfassung wird hier im Kremsierer Schloss tatsächlich das Prinzip der Gleichberechtigung aller Völker der Habsburger Monarchie festgelegt. Doch der neue Ministerpräsident in Wien, Fürst zu Schwarzenberg, lässt im März 1849 den Kremsier Reichstag mit Gewalt auflösen. Die Chance für eine rechtzeitige Lösung der Nationalitätenfrage im Habsburger Vielvölkerstaat ist damit vertan. Königgrätz in Ostböhmen. Eine Stadt, die einer tragischen Schlacht der deutschen Geschichte den Namen gab. Die Schlacht bei Königgrätz brachte das Ende des Deutschen Bundes, die Entscheidung zwischen Österreich und der anderen deutschen Großmacht Preußen. Viele Denkmäler erinnern an die Opfer der kriegerischen Auseinandersetzung, bei der am 3. Juli 1866 hier mehr als 200.000 Soldaten und Offiziere beteiligt waren. Auf der einen Seite die Preußen mit den kleinen norddeutschen Ländern, auf der anderen alle übrigen Staaten des Deutschen Bundes, mit Österreich als Führungsmacht. Mit der militärischen Entscheidung für Preußen ist der Deutsche Bund, der 5 Jahrzehnte bestanden hat, am Ende. Der darauf folgende Frieden von Prag beendet die 1000-jährige staatsrechtliche Verbindung von Österreich und Deutschland, besiegelt die Spaltung der Deutschen. Der preußische Ministerpräsident Bismarck kann nun sein Ziel, eine kleindeutsche Lösung, ein Kaiserreich ohne Österreich, durchsetzen. Ja, es war natürlich der Ausschluss der alten Führungsnation und des alten Herrschergeschlechtes, der Habsburger aus Deutschland. Das war die Conditio sine qua non des Friedensschlusses. Und das hatte natürlich zur Folge, dass jetzt das deutsche Element in Österreich eine Minderheit war gegenüber den anderen Völkern. Das Nationaltheater in Prag, ein Symbol der sogenannten tschechischen Wiedergeburt für das gewachsene Nationalbewusstsein der Tschechen. 1881 wird das Nationaltheater mit Smetanas Oper Libussa feierlich eröffnet. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts hatten die Tschechen gegenüber der deutschen Bevölkerung in Prag die Mehrheit erreicht. Sie hatten einen Verein gegründet und Geld für ihr eigenes Theater gesammelt. Selbstbewusst steht das Motto über der Bühne: Národ sobě, das Volk sich selbst zu eigen. Das Nationalmuseum in Prag, das 1891, 10 Jahre nach dem Nationaltheater, eingeweiht wurde. Früher einte der Begriff Böhme, Tschechen und Deutsche.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekennen sich die Menschen jeweils zu ihrer Nation. Hinter allen schönen Fassaden beginnt damit ein Wettlauf um Selbstbehauptung auf beiden Seiten. Der entstehende Nationalismus beschert einen Volkstumskampf zwischen Tschechen und Deutschen auf vielen Ebenen. Brünn, die Hauptstadt von Mähren. Hier gibt es um die Wende zum 20. Jahrhundert Versuche, das nationale Problem zu entschärfen. 1899 findet in Brünn der Parteitag der gesamtösterreichischen Sozialdemokratie statt. Unter dem internationalen Motto in beiden Sprachen »Proletarier aller Länder, vereinigt euch« soll dem Nationalismus Einhalt geboten werden. Der Parteitag hat Erfolg. Das gemeinsam entwickelte Nationalitätenprogramm wird auch von den Tschechen gebilligt. 1905 kommt es im Landtag von Brünn zum sogenannten Mährischen Ausgleich. Tschechen und Deutschen wird mit ihm der nationale Besitzstand garantiert. Die Gefahr, dass eine Volksgruppe die andere verdrängt, ist mit dieser Einigung gebannt. In Böhmen scheitert dagegen ein Ausgleichsversuch, weil hier die nationalen Gegensätze schärfer sind. Der Erste Weltkrieg, der 1914 wegen nationalistischer Gegensätze und Feindschaften in Europa ausbricht, bringt das Ende der österreichischen Monarchie und ihres Vielvölkerstaates. 1918 wird Prag die Hauptstadt einer selbstständigen tschechoslowakischen Republik. Am 26. Oktober 1918 unterzeichnet Thomas Masaryk in Washington die Urkunde für die Gründung der Tschechoslowakei, die zwei Tage später in Prag proklamiert wird. Auf dem Wenzelsplatz findet die Jubelfeier zur Ausrufung der unabhängigen Republik statt. Aufnahmen von damals, Embleme, die an die alte Habsburger Herrschaft erinnern, werden entfernt. Eine neue Schweiz soll die Tschechoslowakei werden, in der alle Volksgruppen friedlich zusammenleben. Das haben die tschechischen Politiker Masaryk und Beneš versprochen. Wird ihr Versprechen für die Menschen in Böhmen und Mähren eingelöst werden? Unsere Reise durch Geschichte und Land